anschauen und Best Practice Beispiele geben. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu heute Gresa Kabashi hier haben, ursprünglich aus dem Kosovo. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und Ben Muscati aus Ungarn kommt er. Auch ich freue mich sehr, Herr Gatti, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Aus Ungarn, sind DAS-Alumnus, Sie sind DAAD-Stipendiat, selbstständiger Unternehmensberater im Bereich Energie heute. Schauen wir erstmal zurück auf Ihre schulische Biografie. Was war für Sie die Motivation, auf eine deutsche Auslandsschule zu gehen? Ja, also es war vor allem wichtig für mich, im deutschen Bildungssystem bleiben zu können. Ich hatte da schon vorher Erfahrungen und als wir nach Ungarn gezogen sind, war das eine tolle Gelegenheit. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich nicht nur das deutsche Schulbildungssystem meiner Meinung nach ein sehr gutes ist und da die Entscheidung auch aktiv dafür gefallen ist, sondern auch, dass Möglichkeiten offen hält, sich dann eben auch in Deutschland an Hochschulen zu positionieren, die im europäischen Wettbewerb sehr gut sind, sehr vielfältig sind und es dann natürlich einen einfacheren Zugang gibt zu diesen Bildungsmöglichkeiten. Die Vorteile liegen dann natürlich auf der Hand, das ist klar. Gresa Kabashi, Ihr Lebenslauf sieht so ein bisschen anders aus. Ich darf mal kurz umreißen. Sie sind DSD-Alumna. Haben dann eine Ausbildung gemacht zur technischen Produktdesignerin in Oelde und ein berufsbegleitendes Studium und sind heute Mitarbeiterin bei Hafer und Böcker. Deutsch als Fremdsprache ist ein zusätzliches Angebot in Ihrer Schule, einer DSD-Schule, die Prüfungen zum deutschen Sprachdiplom anbietet. Warum haben Sie sich für Deutsch entschieden oder vielleicht Ihre Eltern, ich weiß es nicht, aber warum Deutsch? Genau, als ich zu Loyola-Gymnasium, also meiner alten Schule, gegangen bin, da war ich dann in der 5. Klasse, hatte die abgeschlossen und Loyola konnte man ja ab der 6. Klasse anfangen. Und da haben dann meine Eltern viel mehr Gedanken darüber gemacht als ich. Die wussten immer, dass ich nach Deutschland möchte, weil ich Bekannten hier hatte. Die hatten immer dann erzählt, wie das Leben hier ist, wie gut man klarkommt, wenn man die Sprache kann. Und ich hatte schon versucht, ein bisschen vom Fernsehen die Sprache zu lernen. Und das war aber ganz wenig. Und als mein Vater gesagt hat, dass es ein deutsches Gymnasium jetzt im Kosovo eröffnet wird, weil so ein Gymnasium gab es bei uns leider bis 2005 nicht, dann habe ich sofort gesagt, ja, ich möchte das machen. Und das war die richtige Entscheidung. Es war die richtige Entscheidung, sagen Sie, und ist dann auch all das so wahr geworden, wie Sie sich es vorgestellt haben, wenn Sie sagten, das Leben in Deutschland hat Ihnen immer schon gefallen, so wie Sie es von Freunden erlebt haben. Ist es für Sie schön hier? Ja, also ich kann das wirklich jetzt nur bestätigen und wirklich offen sagen, das war sogar besser, als ich das erwartet hatte. Man kommt mit Erwartungen und macht ein bisschen Gedanken darüber, aber das war wirklich sogar besser als gedacht. Warum besser? Wir sehr gut hier erwartet wurden. Also wir hatten sofort Hilfe bekommen. Da waren viele Leute, auch im Unternehmen, in der Berufsschule, die uns die ganze Zeit geholfen hatten und gesagt haben, wenn wir Fragen haben, dann dürfen wir gerne sich an denen wenden. Und als die Fragen kamen, wurde uns auch geholfen. Also wir haben dann gesehen, das, was die gesagt haben, das haben die dann auch getan und nicht nur gesagt. Das ist natürlich eine sehr schöne Erfahrung. Die würde ich auch noch mal gerne von Herrn Gatti hören, als Sie sich dann für ein Studium in Deutschland entschieden haben. Wie sehr haben Sie sich unterstützt gefühlt vom DAAD zum Beispiel? Wie sehr waren da offene Ohren und Augen, wenn es auch manchmal um Problemchen vielleicht ging? Also ich hatte durchweg eigentlich positive Erfahrungen machen dürfen. Der DAAD
organisiert immer so ein Orientierungsseminar für die ganzen neuen Stipendiaten. Da lernt man Leute aus seiner eigenen Stadt natürlich kennen, aber auch aus dem eigenen Land, die in einer anderen Stadt studieren. Das war sehr schön. Und es gibt viele, sage ich mal, Angebote an der Hochschule, aber auch vom DAAD, also Mentoring-Programme, wo es dann Stammtische gibt, wo man zusammenkommt, oder für internationale Studierende. Das läuft an der TU München, wo ich studiert habe, glaube ich, eigentlich sehr gut. Und da kann ich mich hier eigentlich nur meiner Vorrednerin anschließen, indem ich sage, dass das alles durchaus auch sehr organisiert gelaufen ist, aber sehr schön und mit vielfältigen Programmen unterstützt worden ist. Und eigentlich bin ich immer auf ein offenes Ohr gestoßen. Schön, dass Sie das so erfahren haben. Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Berufswerdegang und Ihren Erfahrungen da. Gräser Kabashi, welche Vorteile hatte Ihr deutscher Spracherwerb bei Ihrer Bewerbung bei Haver und Bücker gespielt? Wie wichtig war da die deutsche Sprache? Das war auf jeden Fall sehr wichtig, weil also die Unternehmen sind ja nach Kosovo gekommen, zu unserer Schule, als wir in der 12. Klasse waren. Da konnten wir uns dann bewerben und wir hatten erstmal so kurze Filmpräsentationen von den Firmenpräsentationen, wo wir sehen konnten, ja, der erste Einblick in das Unternehmen, weil wir leider im Kosovo sowas nicht kennen, zumindest nicht in der Größe, die man hier kennt. Und einen Tag später waren dann auch die Bewerbungsgespräche. Und ich schätze mal, wenn man da kein Deutsch kann, dann ist das ein bisschen schwierig. Und da wird man dann auch nicht ausgewählt. Ja. Sie haben sich für ein berufsbegleitendes Studium entschieden. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Wie funktioniert das in der Praxis? Also das Unternehmen, wo ich die Ausbildung machen durfte, Haver & Böcker, hat eine Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen unter dem Namen Haver Akademie. Und da können wir dann berufsbegleitend studieren. Das heißt, wir dürfen dann die Vorlesungen in Oelde haben. Also die Dozenten kommen dann von Meschede und wir brauchen nicht dann nach Meschede zu fahren, weil wir ja nur samstags studieren und während der Woche arbeiten wir Vollzeit. Und jeden Samstag, manchmal auch freitags nachmittags, haben wir dann die Vorlesungen, wo die Dozenten extra nur für uns nach Oelde kommen. Und natürlich dauert das dann auch ein bisschen länger, als wenn man Vollzeit studieren würde, wo man dann jeden Tag die Vorlesungen hat. Aber weil die das so möglich für uns gemacht haben, finde ich das wirklich sehr gut. Und deswegen habe ich dann mir gedacht, ich nutze die Chance, weil man hat ja das Studium da, wo man wohnt. Und das hat nicht jeder. Das hat in der Tat nicht jeder. Sie sagen gerade, es dauert vielleicht ein bisschen länger. Andererseits hat man natürlich auch Praxis und Berufsalltag, den man kennenlernt. Also es ist keine vergeudete Zeit. Ne? Man lernt auch sehr viel nebenher kennen. Benegus Gatti, Sie haben sich als Unternehmensberater selbstständig gemacht. Wie gut lief das? Worin bestand die größte Herausforderung dabei? Also ich habe tatsächlich beratend angefangen für einen Freund, der ein Software-Startup gegründet hat und bin dann eingestiegen. Das heißt, ich bin in diese Unternehmertätigkeit so ein bisschen reingeschlittert, bin dafür aber sehr dankbar. Es macht sehr viel Spaß. Mittlerweile entwickeln wir nur noch Software und machen die Beratungstätigkeit tatsächlich so, wie man sie halt bei größeren Softwareprojekten mit anbieten muss. Es ist in Deutschland, glaube ich, es gibt so eine Mentalitätsfrage, die manchmal nicht so einfach ist. Also eher so diese Akzeptanz, dass man nach dem Studium jetzt nicht erstmal in einem größeren Unternehmen anfängt, in einem etablierten Unternehmen mit Namen, sondern sagt, ich mache einfach selber was. Da stößt man manchmal, glaube ich, noch ein bisschen an. Aber es wird besser, also vor allem hier in Berlin oder auch in München, wo wir arbeiten, da gibt es natürlich größere Startup-Hubs, aber ich weiß nicht, ob das überall so ist. Also das war auf jeden Fall ein Punkt, dass auch viele Freunde gesagt haben, ja, jetzt mach doch erstmal was Gescheites. Und ich war der Meinung, ich habe was Gescheites gemacht. Und Sie sagten, mach ich doch. Genau.
Also das ist auf jeden Fall eine Sache, aber ich glaube, es gibt auch relativ viele, also die finanzielle Seite ist so, mit staatlichen Förderungen gibt es da auch etwas, also das Exist-Programm, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, das gibt einem die Möglichkeit, erstmal eine Produktvalidierungsphase zu machen und zu schauen, ist die Idee überhaupt etwas, womit ich ein Unternehmen gründen will. Das finde ich eigentlich ganz spannend, das hat mein Mitgründer damals angefangen, noch bevor ich mit eingestiegen bin. Und ich glaube, da gibt es schon Strukturen, auch wie jetzt beim Studium, das geht auch danach so weiter, wo man, sag ich mal, einfach ein bisschen Unterstützung bekommt, wenn man das denn möchte. Wenn man es denn möchte, das ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt bei alledem. Denn was ich bei Ihnen raushöre, ist, Sie wollten es. Dieses Möchten, Wollen spielt sicherlich eine ganz wichtige Rolle. Wenn Sie jetzt am Schluss nochmal anderen einen Tipp geben würden und zurückschauen auf Ihre eigene Biografie, wo sehen Sie die wichtigsten Punkte, die Sie zu dem gebracht haben, wo Sie jetzt stehen? Bitte. Nicht alle auf einmal, bitte. Gräser, was würden Sie sagen? Ja, nur zu zweit. Also ich würde wirklich jedem sagen, wenn die ein Ziel haben, dann sollten die das folgen. Manchmal ist es natürlich nicht einfach. Man soll das wissen. Vor allem im Kosovo hat man bestimmt viel weniger Möglichkeiten als hier in Deutschland. Und wir haben es trotzdem geschafft. Die deutsche Sprache kannte ich auch am Anfang nicht. Und wenn ich dann gesagt hätte, ja, okay, man muss ja Deutsch lernen und man hat dann in Deutschland neue Kultur, neue Menschen. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich glaube, das wäre die falsche Entscheidung gewesen. Man sollte jede Chance nutzen, die man hat, bevor es vielleicht ein bisschen spät ist. Und das würde ich auch jedem sagen. Wie gesagt, es ist nicht immer einfach. Man sollte das wissen. Für einige vielleicht schon, für andere nicht. Für uns war es relativ schwierig, aber wir stehen jetzt hier, wir studieren, wir haben eine Ausbildung abgeschlossen. Ja, wir kommen. Sie sehen glücklich aus. Genau, wir kommen mit der deutschen Kultur sehr gut klar, mit den Leuten auch. Von daher, ja, es hat sich gelohnt. Das ist schön zu hören. Benegus, was würden Sie sagen? Ich glaube, also man plant vieles im Leben und dann kommt alles ganz anders. Also das Studium in Deutschland war geplant, aber ich hatte nie während des Studiums lange vor, jetzt als Unternehmer tätig zu werden. Also ich glaube, den Tipp, den ich geben kann, ist einfach die Augen offen zu halten, bei verschiedenen Initiativen während des Studiums mal mitzumachen, überall reinzuschnuppern und wenn man merkt, es interessiert einen und man macht auch abends um 10 noch den Laptop auf, um irgendeinen Flyer für den studentischen Verein in dem Bereich zu machen, dann weiß man, dass man da was hat. Und dann muss es auch nicht unbedingt das sein, was man sich vor 2 Jahren vorgestellt hat und was in der Bewerbung für irgendein Stipendium dann drin stand, weil Sachen ändern sich und ich glaube, da muss man ein bisschen auf sich hören. Danke, ganz wichtige Tipps von Benegus Gatti und Gräser Kabashi. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, wir treffen uns in einer Viertelstunde zum nächsten Talk hier wieder. Und und wenn Sie noch Fragen haben an die beiden, jederzeit ran an die Buletten, wie man so schön sagt hier in Berlin. Bis gleich. Ja.